Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass der richtige Sami Klaus erst am 6. Dezember kommt, weiss jedes Kind. Und dass die jetzt schon unterwegs sind, irgendetwas mit Gob zu tun haben, auch. Rote, gelbe und orange Samichläuse sind nämlich unsere Wettbewerbsfrage im neuen Spielsachenkatalog. Und die müssen zuerst einmal richtig gezählt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, die Augen auf. Es geht los, aber nicht ablenken. Denn noch nie war die Auswahl bei uns grösser, die Neuheiten schöner und das Spiel spannender wie dieses Jahr. Und bei diesen Preisen spielen auch die Eltern wieder gerne mit. Ich habe es doch fast vermutet, von lauter Spielsachen den Wettbewerb vergessen. Aber es passiert ja nicht. Und am Schluss vom GoP-Studio zeigen wir dann noch, was man so gewinnen kann. Also dranbleiben. Dran ist jetzt der Armin Amrain mit dem Rezept. Und weil ja immer noch Wildsaison ist, habe ich den Eindruck, es könnte in diese Richtung gehen. Der Eindruck ist richtig. Es gibt heute nämlich eine Rehpastete. Grüezi miteinander. Zum Zeitsparen habe ich den Teig schon im Voraus gemacht und kann darum gerade mit der Füllung anfangen. Drehschnitzel und grünen Speck im Kötter fein pürieren, dann das Kalbsbrät dazugeben und alles gut mischen. Gerippene Pfefferkörner und Wacholderbeere mit Thymian und Rosmarin ebenfalls zum Fleisch geben. Zuletzt noch Zitronenschalen, grob gehackte Pistazien, wenig Cognac und Rahm zu dieser Masse geben und alles zusammen mit einem Ei gut durchkneten. Eine Cakeform mit dem ausgerollten Teig auslecken und einstechen. Die Füllung darauf verteilen, den Teigrand mit Ei bepinseln, damit der Deckel richtig hält. Ein Loch schneiden, mit Teigresten verzieren und im Ofen 55 bis 60 Minuten backen. Nach dem Abkühlen Pasteten mit Sulz ausgießen, lassen erstarren und in Taschen geschnitten auf einem Salatblatt anrichten. Wenn Sie die Rehpastete selber ausprobieren wollen, können Sie das Rezept in aller Ruhe nochmal in der neuen Coop-Zeitung nachlesen. Danke, Armin. Jetzt aber wie versprochen zum Wettbewerb. Es ist ganz einfach. Wie viele rote, gelbe und orange Samichläuse hat es im Coop-Spielwarenkatalog? Sind das 4, 6, 7 oder vielleicht sogar noch mehr? Was meinen Sie, Armin? Ich weiss es. Ich habe sie nämlich gezählt, aber verraten tue ich nämlich nicht. Also, Coupon ausfüllen, ausschneiden, vor dem 31. Dezember einschicken und mit ein bisschen Glück eine Reise für die ganze Familie ins Disneyland nach Amerika, nach Paris oder einen Ausflug in den Europapark nach Rust gewinnen. Reisen gewinnen kann man auch heute wieder im Supercard-Spiel, das mal offeriert von den folgenden Sponsoren. Buitoni Fresco Capelletti con Prosciutto Crudo, Coop Natura Plan Bio Vanilleglasse, Datum One aus dem Schweizer Jura, Fenial Creme Ölbad für Körper und Seele und Coop Naturaplan Bio-Vollmilch in der neuen Verpackung. Zu gewinnen gibt es 3 Städtereisen für je 2 Personen nach London, offeriert von Helvetic Tours und wie immer 100x 10'000 Superpunkte für Superprämien. Das Mitmachen lohnt sich also. Zuerst geht es jetzt aber doch nochmal zurück auf den Boden zu den Aktionsangeboten dieser Woche. Ein Becher UHT Halbram kostet 1,30 €. Mit der Coop Supercard kommen Sie Tortelloni Ricotta Spinat im Duopack zum halben Preis über. Und auf Schweizer Eier aus Bodenhaltung gibt es 150 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Ab sofort läuft in der Importparfümerie die grosse Weihnachtsaktion mit vielen Geschenkideen und tollen Supercard-Angeboten wie zum Beispiel Escape Woman von Calvin Klein für 99 Franken und 1600 Superpunkte. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.